trajectory. Hat der sich da wieder diese Aromaraketen hinten eingeführt? Die sind ja ganz stinkig braun. Kommt auf den Pakatakalogi-Berg und seht die Macht der Natur. Wo bist du, Pakalakalogi-Berg? Kommt zum Pakalakalogi-Berg und seht, wie ich einen Liter Lugi trinke und danach eine goldene Larve ausscheide. Aber kannst du die Larve bitte mir geben, weil ich brauche Schmetterlinge? Am Pakalakalugi-Berg vorbeigekommen und wollen es sehen, das Szenario der Geburt? Nun denn! Da ist ein Stück Kohle rausgekommen. Da lebt gar nichts, das ist tote Materie. Oh, da ist ja wirklich eine Larve! Lecken Sie! Hast du die platziert? Lecken Sie! Die hast du doch platziert, eine gemeine auch noch. Soll ich mal was Hochwertiges rauspressen? Der Pakalakalugi-Berg, dafür muss ich noch üben. Ich habe noch nicht den. Wir brauchen mehr Luftdruck. Mann, ich finde hier nur diese. Hier überall, guck mal. Gemeinnützige Larven. Die gemeinnützige Arbeit hier am. Das Müll aus dem See ja, raus. Ja, die liegen aber auch überall rum, die Gemeinen. Du musst da schon irgendwie an die seltensten Spots gehen. Ich brauche die, ne, seltensten. Ich glaube, ich muss nochmal die Pilzhöhle flyen und da. Fly die McGurken, ey. So, was wollten wir machen? Bohrer willst du, ne? Was brauchen denn die guten Bohrer? Jetzt Osmium. Haben wir hier erst. Ich habe bei 50 Kilo. Freischalten bei 50 Kilo was? Insekten oder was? Ja, keine Ahnung. 50 Kilo Insekten ist ein Haufen Arbeit. Alter, bei 1,5 Tonnen kriegen wir einen Bauernhof. Ein Bauernhof? Ein Insektenbauernhof. Ja, für Obst und Gemüse halt. Gemüse? 8,3, Alter. Bei Pflanzen brauchen wir. So, guck mal, hier haben wir jetzt so einen Gemischtabbauer. Bei den Heizungen da hinten dran. Der baut jetzt so Gemöstwaren ab. Gemöstwaren? Er gab mir Gemöstwaren, eine Vielfalt von. Ey, guck mal, hier steigt jetzt immer mehr das Wasser in der Wüste, ne? Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass irgendwann unsere Basis wirklich geflutet wird. Dass wir irgendwann so eine Unterwasserbasis haben. Weil jetzt langsam bricht das Wasser von der Wüste ins Tal. Und wir sind leider das Tal, ne? Bad News. Nee, das kriegen wir schon hin. Wir sind ja an einem guten. Ein paar Flecken müssen ja irgendwie trocken bleiben. Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, ich wollte da. Ich bin auf Larven. Es müsste so einen Larvendetektor geben. Piep, 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 piep. Aber wo haben wir den denn. Ich habe immer nur hier gemeinnützige Larven. Ja, ach guck mal, diese lila Alpha Futura haben wir ja auch nur gefunden. In der Pilzhöhle. Ja, aber hinten im Tempel von Takalugi. Mm-mm. Doch. Direkt davor. Mm-mm. Direkt davor. Aber die Tür noch nicht offen. Ja. Ich dachte, die lag Takalugi im Takalugi-Berg. Nee. Im alten Takalugi-Land, du. Direkt davor war Takalach. Ich war mal in so einem Club im alten Takalugi. Takalari mit anfassen. So, ich gehe jetzt mal hier hin. Da waren wir noch gar nicht, glaube ich. Ist hier schon mal jemand hin? Ich brauche für meine Larvenforschung. Boah, hier ist aber auch schön. Wir leben echt am hässlichsten Ort eigentlich, ne? Wenn man jetzt so rückblickend das betrachtet. Wow. Alter, hier ist ja die übelste Oase. Wo bist denn du? Bist du da Richtung, Richtung Steinbogen? Da, wo früher das Eis war? Ja, nee, nicht zum Steinbogen. Eher so hinter das große Raumschiff. Ne? Also hinterm Raumschiff weiter geradeaus sozusagen. Ich bin nämlich auch gerade in so einer wunderschönen Oase. Aber wenn du eine Larve, halt mal ein bisschen Ausschau nach Larven, die sind echt wichtig. Damit wir die Insektenmasse boosten können. Ohne Larven läuft hier gar nichts. Hast du mal in diesen Canyon geguckt, wie der jetzt mittlerweile auch total geflutet und wunderschön ist? Hier ist alles irgendwie Wasserfällen schön. Und allem. Das ist richtig, richtig nice. Wow, hier geht's in eine Höhle. Ja, oh, was gibt es hier? Ui! Ich hab den gefunden. Pulsarius 9.
Hier verkaufen die Pulsarius. Der alte Darius Pulsarius. Wollen Sie ein wenig Pulsarius erwerben? Weißt du, das Ätzende ist, du kommst hier an und bist eigentlich direkt wieder voll mit Sachen. Ja. Alter, ich habe eine Höhle gefunden, hier ist noch Eis drin, ne? Ja, es gibt noch Eishöhlen. Eis und Aluminium und... Ah, hier. Ich habe wieder Industriedollar gefunden. Rainbow Cave habe ich gerade... Oh, ich hab Blasius... Ich hab Blasius Quarz! Alter. Wo bist du jetzt lang? Alter, hier sind die... Das ist eine richtig wilde Gegend. Boah! Leck mich am Ärmel, was ist denn hier alles drin? Bist du durch die Pilzhöhle oder was? Nein, andere Richtung. Ich bin da, wo früher Eis war. Ja, ich bin auch da, wo früher Eis war. Der ganze Rand war voller Eis. Weil, weißt du, Flacherde. Ich bin im ehemaligen Canyon. Also quasi hinter dem Canyon, wo wir Superlegierungen gefunden haben am Anfang. Ja, ja. Ja, aber da bin ich ja auch, aber ich bin eher so nach links, dann bist du wahrscheinlich eher so nach rechts hinter den Canyon gegangen. Ja, du bist bei diesen Steinbögen, ne? Ich nee, bin nach links, ich bin nach links geflogen. Von unserer Basis, wenn ich Basis im Rücken habe, bin ich eigentlich nach links eher abgedriftet, nicht so richtig rechts. War ich auch gerade. Und das Ganze ist so ungefähr in der Mitte jetzt, diese... Blasius-Höhle. Ja, aber da hinten ist ein geiler Bezirk, ey. Da kann man leben, du. Ja, weil man da einen geblasen kriegt, ne? Weil man da hinten einen geblasen kriegt. Das ist, ich hätte da jetzt prinzipiell nichts gegen. Du bist halt im alten Lewinsky-Tal. Im Knast, ne? Lässt Mund halt Mund, hat man mal immer gesagt, du. Meine Mama hat immer gesagt, Mund ist Mund, Junge. Mund ist Mund. Zwanni ist ein Zwanni, weißt du? Muss nicht schmecken. Muss nicht schmecken. Muss wirken. Oh Gott. Ach man. So. Ja, aber was Schmetterlinge angeht, leider nicht so geil gewesen. Aber guck mal hier. Komm mal her. Was hat er denn jetzt schon wieder? Boom. Ja, das ist der alte Blasquark. Zwei Stück. Ja, mach doch mal einen Schrank damit. Warum legst du ihn jetzt da hin? Pack den doch eben. Hab ich einfach mal so für die Füße geschmissen. Geschmisser. Ich sortiere gerade hier Zeug ein, was ich gefunden habe. Stickstoff. Haben wir schon einen Pulsarenschrank? Nee, einen Pulsarenschrank haben wir noch nicht. Eigentlich brauchen wir bald auch schon wieder wahrscheinlich ein Pulsarenstromding, ne? Ja, wahrscheinlich. Ich wollte eh noch hier die Baumforschung vorantreiben. Was ist denn der krasseste? 400er haben wir hier. Was braucht denn der 400er? Was? Eine Wollustpflanze? Wo kriegst du denn die her? Eine Wollustpflanze? Nee, ernsthaft, jetzt wo kriegt man die her? Eine Wollustpflanze habe ich noch nie gesehen. Komm mal, geh mal in so einen DNA-Splicer und guck dir das mal an. Hast du schon mal sowas gesehen? Für einen Aromabaum. Also der, das ist der... Ja, den haben wir neu freigeschaltet. Ja genau, aber wie kriege ich denn so eine Pflanze? Eine Vollnuss. Vollnuss, weißt du, wo kriegen wir denn? Oh, nie gesehen so ein Ding. Alter, guck mal, der gibt 400 Sauerstoffprozent. Haben wir Omera-Pflanzen? Ja. Haben wir auch nicht. Auch noch nie gesehen. Wir haben zwei Pflanzenschränke, da schmeiße ich immer alles rein. Ja, aber ich guck gerade, aber sowas habe ich noch nie gesehen. Nee. Können so billig Bäume machen. Voll ätzend. Ja, wahrscheinlich müssen wir langsam aber sicher mal weiter raus in die Natur, ne? Ja, die besten, die wir im Moment machen können, sind die Nullnansamenbäume. Samen. Und forschen. In die Ziplocs, mal ein bisschen sortieren. Ja, guck mal, wie es hier Rinder ausgeht. Ich habe so viele von diesen Triebwerken wieder. Boah, haben wir Triebwerke. Superlegierung, so, habe ich auch schon wieder einen Haufen.
Uran habe ich auch schon wieder zwei Stäbe. Ja, ich bastel gerade Stäbe, damit hier mehr Platz im Uranschrank ist. So, siehst du. Ah, gut, ich gehe jetzt mal die Bohrer-Ding und mache, glaube ich, mehr Bohrer gleich. Wir brauchen Bohrer. Denn nur mit Bohrern wirst du froh. Alter, wie schön das unter Wasser aussieht. Ja, Korallen, ne? Ist voll geil. Richtig schön. Wenn du überlegst, was wir als Menschen alles so zerstören. Ja, ne? Das sind eigentlich schon ganz schöne Wichser. Besonders einige mehr, einige weniger, ne? Krass, Industries. Ja. Was? Ja, aber auch nur, weißt du, so irgendwie, damit die Leute ihren Fisch kriegen, weißt du? Damit irgendwer in Mitteleuropa sagen kann, oh, ich habe heute hier einen schönen, weiß ich nicht was, gegessen. Ja, wir sind halt perverse Schweine, das ist halt einfach so. Ja. In deutschen Gewässern willst du es ja nicht mehr haben. Das ist ja, weißt du, Mikroplastik, ja, okay, das geht noch. Aber was du hier so, erstmal ein Fisch aus der Ruhe, Alter. Du hast eine ganze Krankheit nachbenannt. So, eins, dann eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich mach noch mehr Bohrer. Denn die bringen uns voran. Hier unter den großen Bögen warst du schon, oder? Boah, ich weiß es gar nicht, wo ich überall war. Ich bin viel rumgekommen. So. Ich glaube, es ist eher wichtig auch, dass wir nach Höhlen suchen, ne? Weißt ja, du? Klar. So, weil außen liegt ja irgendwie nicht viel. Diese ganzen guten Sachen verstecken sich irgendwie in den Canyons. Oh, hier ist ein Ding. Ich suche jetzt nochmal nach so einer Futura-Larve. Ja, hier war auf jeden Fall schon jemand drin. Ist es die lila Höhle? Nee, aber... Ich war vorhin, noch. Als ich den geilen Kram gefunden habe, war ich in so einer lila Höhle. Und hinter der lila Höhle, es ist also wirklich ein Höhlendurchgang, gab es dann das Pulsaren-Zeug. Und Blasius. Ich bin durch jetzt hier die zu Höhle diesem großen... Durch. In so einer Seitengasse hat mir jemand einen Blasius verabreicht. Einfach so, auch ungefragt, ne? Ja, ich habe nicht gefragt. Ich habe nicht gefragt. Er auch nicht. Nee, das war immer so, hey, du siehst so aus, als bräuchtest du es gerade. Und ich so, was denn? Und dann hat er losgelegt. Zack. Dann war ich irgendwie überrumpelt, aber auch irgendwie... Erleichtert war ich. Wie fühlst du dich jetzt danach? Leer. Ey, ich glaube, mit dieser Larve hatten wir ultra Glück. Dass wir die gefunden haben. Das ist so ein Lucky Hit. Ja, das Ding ist halt, weißt du, ich fliege hier rum, ich weiß halt nicht, wo du schon überall warst. Und hier oh, ist ich habe eine seltene gefunden. Ist alles schon relativ abgeerntet. Na, man weiß nie so genau, wo man noch ernten kann und wo nicht. Oh, jetzt auf einmal so eine bedrohliche Musik auch. Ja, manchmal ist sie irgendwie bedrohlich, ne? Jetzt würde der Planet sagen, hau ab. Oder ich bring dich um. Ja, das mit der Larve war echt Schweineglück. Guck mal, hier liegt so noch ein bisschen gefunden haben. Hier liegt noch ein bisschen Osmium rum, das ist immer gut. Wenn Osmium irgendwo rumliegt, kann man das nämlich gut verwenden, um davon High Quality Sachen zu bauen. Osmium haben wir ohne Ende. Ich habe 3 Schränke voll Osmium. Das ja, aber wert. Die sind ja nicht in der Base. Ja, gleich haben wir den Teleport, dann sind die in der Base. Und es ist auch nicht so weit. Also wenn du jetzt sagst, ey, ich muss mal eine Lieferung Osmium, brauche ich mal, fliege ich einmal schnell hin und zack.
bringe ich dir 30 Osmium mit, oder wie viel ich tragen kann. Jetzt zu meinem Lava-Biom, weil hier habe ich die erste Larve gefunden. Vielleicht gibt es ja hier allgemein mehr Larven. Ich brauche halt seltene. Die gewöhnlichen, die... drauf gepupst. Auch kein Mensch. Ja doch, die brauchen wir auch, damit wir damit hinterher die Dings bestücken können. Was denn? Na, diese... du kriegst ja später auch noch so Beete und sowas. Oder diese kleinen Schmetterlingsdinger und so. Ja, aber selbst die Biene und so braucht ja schon Besseres als gewöhnlich. Alle wollen hier besseren Kram. Wenn ich sag, ja, ich habe hier noch eine gewöhnliche, sagen die, piss ich mit deiner gewöhnlichen Larve oder ich steche dir ein Auge aus. Okay, ich gehe ja schon, also, wow. Was eigentlich hinter dem Lava-Biom? Ist da noch was oder ist da Ende? Alter, hier geht's runter in die Ultrahölle irgendwie, aber da brauchen wir 32 GTI für, bis das hier schmilzt. Wie, es gibt die Ultrahölle? Es gibt hier so voll die tiefe Höhle irgendwie, wo da ist so ein Schmelzloch. Ölle oder was? Höhle? Wird's hier gerade dunkel oder bin ich was ist da hinten? Da ist auch nochmal Eis. Glaube ich. Ach nee, das ist... Ah, ich dachte schon, von der Ferne sah das eben aus wie Eis. Nee, da waren wir ja schon. Ich dachte, ich hätte es jetzt gefunden. Den Durchgang, es wird super dunkel. Es wird super dunkel, ne? Ja. Jetzt da hinten ist doch nur noch der ewige Sand, oder? Oh, hier wächst was. Nee, das ist, glaube ich... Obwohl, da hinten... Ist der, startet da ein neues Biom? Startet ein neues Biom? Was ist das da hinten? Ja, das ist dieser Halo-Ring. Ich schwebe jetzt mal in den Sand rein, aus Neugier. Da hinten noch irgendwas ist. Klar, die Kommentare wissen es besser, ne? Ja, aber die haben einfach auch Zeit, den ganzen Tag zu spielen. Die nehmen drei, vier Folgen halt im Vorlauf auf, weißt du? Oder gucken halt andere... Ne, hier wird alles ganz rot. Ich glaube, hier kannst du nicht lang. Ich glaube, hier ist wirklich das Ende. Aber man verbraucht wirklich merklich weniger Sauerstoff. Ja, ne? Ja, ja, viel weniger. Nur noch 0,6 Sekunde. Das heißt, man okay, kann irgendwann auch... Man nimmt sich nur noch, weißt du, die Butterdose mit ein bisschen Bohnen und Trinkwasser oder so. Dann geht man auf Abenteuer. Obwohl man irgendwann wahrscheinlich aus der Luft irgendwie den Schmalz filtert. Schmalzfilter von Kreis Industries. Jetzt atmen sie Schmalz. Wir hier von Kreis Industries atmen nur noch Schmalz. Ja, wir haben wieder keinen Bauplan zum Entschlüsseln. Du hast einen Bauplan gefunden, aber der funktioniert nicht. Ja, es gibt, wie ich gesagt habe gestern, es gibt nur eine gewisse Anzahl von Sachen, die man freischalten kann. Wir haben alles schon, oder wie? Und wir haben alles freigeschaltet. Also sind Baupläne für uns im Moment... Ja. I don't give a. Kannst du liegen lassen. Achso, hier, guck mal, hier ist noch Osmiumstab. Osmium. Na, jetzt bin ich wieder bei diesem Halo. Ah, man muss wirklich in die andere Richtung richtig tief rein. Oh, hier fliegen aber viele Schmetterlinge rum. Aber gib doch mal so eine Futurama-Larve. Es kann nicht sein, dass die so selten war. Das war vielleicht die einzige, die es gibt. Nee, wir haben zwei. Vielleicht waren das die einzigen, die es gibt. Weiß man ja nicht. Da. Oh, da hinten ist so ein richtig schöner kleiner Schmetterlingsschwarm. Mit roten und grünen.
Jetzt schmeißt doch mal ein paar Larven da rein, Jungs. Ihr müsst euch doch auch irgendwie mehren. Ihr kleinen Drecksviecher. Mehret euch. Mehret euch gefälligst. Was ist das denn hier? Muttergenstufe 2 habe ich gefunden. Einfach so. Einfach in Müll. Wänden gekratzt. Ja klar. Irgendwer hat's weggeschmissen. Irgendein Idiot. Irgend so ein Idiot hat Muttergene da weggeschmissen. Oh, warte mal. Ne, 2 möchte ich aber davon behalten. Ja gut, dann sind wir quasi bei diesem Lava-Bioms-Ding durch. Das ist durch. Weiß ich nicht. Ja doch, das ist durch. Ich kann dir das so, kann ich dir das nicht sagen, ne? Weil ich bin da noch nicht so. Oh, die machen aber auch. Das ist jetzt durch. Die machen satt. Das kannst du aber glauben. Hast du jetzt so ein Kreis Industry Gemisch gemacht? Nee, ich hab Bohnen gegessen. Ja, wenn du Bohnen und Honig nämlich mischst, kriegst du Kreis Industry Mischmasch. Die Frage ist, hält der länger satt oder macht der mehr satt? Der macht richtig oder? Satt. Der stopft. Ich habe jetzt Bohnen gegessen, da war ich auch gut satt. Also, warum Honig dazu, ne? Klebt das dann länger irgendwie in der Ritze, oder? Man will aber auch immer weiter forschen, ne? Ja, ich erstick halt gerade ein bisschen. Aber sonst, ja, wenn man immer weiter aber forscht. Sonst... Mann, ja, dieser Drecksfuß nicht, ich habe ihn immer noch nicht los. Ne, ich weiß nicht. Meine Tochter hat auch schon seit 2 Wochen, weißt du, so einen trockenen Husten einfach. Ja, ja. So, ich habe den irgendwie ein paar Tage wieder gehabt, aber dann war es wieder weg. Ich habe halt Probleme im Moment. Ich kriege immer, wenn dieser Wüstensand und so kommt und diese Pollen und sowas, kriege ich immer ein bisschen Lungenschmerzen irgendwie. Bin ich ein bisschen, keine Ahnung, alt geworden, was das angeht. Schmilzt mein Lungenvolumen ein bisschen weg. Ja. Was ist das hier für eine Kiste? Alter, du findest hier noch irgendwelche Schmeckerlon-Kisten mit Schmeckelsachen drin, ne? Einfach so mitten auf einer Wiese. Also nicht mal, dass man sagen kann, ja, ist auch in so einer kleinen geheimen Danger-Mike-Höhle. Nee, aber mitten auf die Wiese gekackt. Was hier ja so an Kisten teilweise rumliegt. Alter, was ist das hier für ein Gebiet? Komm hoch da. Oh, aber ich finde einfach keine Larven. Also so, dass ich jetzt mal sage, oh, guck mal hier, eine exotische Larve. Nichts. Das sieht aber auch sehr nach einem exotischen Gebiet aus. Hast du eine Larve gefunden? Nee. Ich finde nur so exotische Kisten. Oh, da ist ganz viel Dünger und so drin. Das nehmen wir mal mit. Dünger ist immer gut, weil es halt schon so eine weiterverarbeitete Ressource ist, ne? Naja. Warst du schon beim Big Lahula Wasserfall? Beim Big Lahula, ne? Was hier an Kisten rumliegt mit Zeug. Ja, sag ich ja. Ja, sag ich doch. Über Kisten rum. Kann man da hoch? Ne, hier ist Ender. Jetzt müssen nur noch mal ein paar Larven rumliegen. Da war ich happy. Hier, Osmium brauchen wir ja nicht mehr zwingend. Dann schmeiß nee, kannst du wegschmeißen. Hin. Das ist Müll. Das ist leider so. Es war mal einst viel wert, aber jetzt Müll. Ist voll der... Oh, was ist das denn hier? Ist das Osmium? Nee, das ist doch was anderes. Magnet! Magnetuschmalz. Magnetüt? Magnetüt. Boah. Gib mir doch mal hier so eine Magnetforelle oder irgend sowas, wo ich mitnehmen kann. Hier ist Magnetschmalz. Ja, und da müssen wir dann Teleports reinbauen und da müssen wir uns dann hin teleportieren. Naja, und halt Bohrer bauen zum Abbauen und so. Ja, aber die speziellen Samen und so, nichts. Ja, weiß nicht. Aber ich hab, damals habe ich hier Vulva-Nuss-Samen habe ich gefunden damals. Das weiß ich. Alter, wo geht's denn da hinten lang? Ins Canyon-Tal?
Boah, ich habe das Ultra Canyon Tal gefunden. Bist du hinter dem großen, also Richtung Lava-Biom oder wo bist du denn? Nee. Ich war jetzt hinter dem großen Schiff. Und da hinten ist ja nochmal voll der Durchgang. Habe ich eine Magnitude-Höhle gefunden und alles, voll krass. Magnus Schmalz habe ich da hinten entdeckt, den Schriftsteller. Der alte Magnus Schmalz. Ich wette, es gibt jemanden, der heißt so. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Magnus. Wo wir auch noch nicht hingeflogen sind, sind quasi hinter die Schwefelbiome. Ja doch. Oh, da ist er! Der Bauernhof! Junge! Na, was bringt der? Was bringt ein Bauernhof? Gemüse, ja, wir haben noch gar keine Viechers. Ach so. Bauernhof für Obst. Hätte man das nicht eher Gemüsehof nennen müssen? Bei Bauernhof denke ich an Viecher. Alter, du kannst ja hier klettern? Bist du schon mal an der Ranke geklettert? Boah, ich baue jetzt so einen Bauernhof, glaube ich. Dafür brauchen wir Bienen. Dafür brauchen wir ungewöhnliche. Ungewöhnliche und Mutagene habe ich alles gerade zufällig in meiner Hose. Ich erforsche eine B. Eine Bauernhof? Eine Bauernhof-Larve. Ah. Essen und so hält auch viel länger, ne? Klar, mit Gemüse in der Tasche. Aber Seidenraupen haben wir nicht. Können wir Seidenraupen bauen? Züchten, ja, ja. Für einen Bauernhof brauchst du zwei... Bienen. Und guck mal, was der an Pflanzen produziert und Insekten. Also, schon nicht schlecht. Ja. Aber dafür also brauchen wir auch wieder diese scheiß Larven. Und die findest du nicht so viele. Für die Bienenlarve brauchst du nur gemeine Larven. Nein, brauchst du nicht. Du brauchst mindestens eine ungewöhnliche. Ja, stimmt. Für Bienenlarve brauchst du ungewöhnliche. Für Azura-Schmetterlinge brauchst du gemeine Larven. Ja, und damit die Schmetterlinge, glaube ich, erhöhen dann auch. Oh, ist meine Biene fertig? Ja. Hast du noch Mutagen zufällig in der Hose? Ein Mutagen? Ja. Nee, hab ich gerade zufällig keins dabei. Ich habe Mutagenstufe 2 sogar schon. Hab ich gefunden? Hat irgendwer weggeworfen. Irgendwer hat seine Mutagene irgendwo hingeschmissen. Hab ich gedacht, oh, nehm ich mal mit. Guck mal, ich habe auch hier noch eine goldene Sicherung gefunden. Eine goldene? Oder eine rote? Hä, wieso hat das jetzt da reingebaut? Ach, man kann die Vitrine so richtig öffnen. Und das da reinstellen. Nee, so eine goldene Sicherung halt hier für die... So. Für die Vitrine. Für das die noch damals, als wir keine Superlegierungen hatten. Ja. Ich habe noch welche im Inventar. Ich weiß nicht wohin. Wir brauchen einen zweiten Schrank. Obwohl, ich mache damit 4 Bohren alles wieder weg. Wir brauchen ja noch so viel Kram. Guck dir mal an, wie viele Raketentriebwerke. Ja, ich habe auch voll viele. Also kannst richtig in die Luft jagen. Alles, was geht. Du kannst richtig reinlunzen, Alter. Na, ich warte jetzt erstmal hier noch auf mein Bienchen, dann baue ich noch so einen Gemüsegarten. Oder standbeißt du Gemüse, oder? Platziert in einem Gemüsesamen, um herum Gemüsesorten anzubauen. Wächst das dann einfach so in der Gegend, oder was? Weiß ich nicht. Boah, ist ja geil. Aber du bist gerade noch am Samen produzieren, ne? Ne, am Bienen machen. Samen. Ich mache hier noch ein paar Zuchtbienen. Ein paar alte Zuchtsamen. Ja, und bei dem Zac Efron und John Cena Film geht es halt dieses Wort Zuchthaar, weil der geht da zum Chef hin und sagt so, nettes Zuchthaar, was sie da haben, ne? Weil Haartransplantation, aber das Wort Zuchthaar. Einfach so ein geiles Wort. Da habe ich auch gedacht, bin ich da nicht drauf gekommen? Zuchthaar. So, ich mache den mal, machen wir den hin, hier so in der Nähe unserer Pflanzen. Achtung. Da ist er. Ich will auch sehen. Da gab es sogar einen Erfolg für. Jetzt brauchen wir... Irgendwas. Keine Ahnung, ich mache jetzt mal Pilze rein, einfach so. Was geht hier rein? Auch Pilze. Na, gucken wir mal.
wachsen jetzt Pilze. 2% Wachstum. Das dauert anscheinend ziemlich lange. Immer noch 2%. Das dauert verdammt lange, ha? Huh? Ja gut, aber du musst jetzt... Ich weiß ja nicht, da wachsen wahrscheinlich mehrere. Guck mal, oh, der spritzt da so drauf, der Wasserspritzer. Ja, der spritzt drauf. Ja, und von denen brauchen wir jetzt 5, 6 Stück, dann sind wir mal gut dabei. Ach, guck mal, Alter, das ist so eine richtige Kombination aus Pflanzenspritzer und ja, hier und ist das Larvending. Genau. Deswegen brauchst du die Larven. Aber jetzt siehst du auch, wie wichtig es ist, Larven einfach zu sammeln. Ja, aber vielleicht sollten wir hinterher die Bauernhöfe dann ein bisschen weiter weg, weißt du, dann für jede Art eins, also einen für Gurken, einen für Bohnen, einen. Ich glaube aber, die wachsen nur hier drin. Ich glaube nicht, dass sie außerhalb wachsen. Oder? Aber was steht denn dabei? Gemüsesamen, um mehrere Gemüsesorten anzubauen. Ach, das Ding wächst jetzt, dann kann ich es austauschen gegen ein anderes, oder was? Nee. Guck mal hier. Aber da wachsen mehrere Pilze auf jeden Fall, siehst du? Mhm. Ich sehe sie schon wachsen. Na, jetzt geht's auch ein bisschen schneller. Jetzt sind wir bei 18. Also normal, wenn er mehrere könnte, würde er ja auch mehrere Slots haben. Ja, oder das Ding verpufft da drin. Was ist dann irgendwann was anderes drin? Das werden wir sehen. Ja, aber hier draußen ist schon recht schön und grün, ne? Wenn du so von oben mal so drauf guckst. Ja, ist ja auch so. Geil, Rio. Es müssten ja nur noch ein paar Larven irgendwie rumliegen, aber kommen ja nicht, die Drecksdinger. Wir müssen... Ja, dann guck dir mal an, was wir hier schon für einen Wald haben durch diese Baumverteiler, ne? Ja. Richtig kleiner, schöner Wald. Ja, Beete sind auf jeden Fall geil. Aber ich glaube, diese Honigdinger geben mehr Insektenmasse. Ja, die geben mehr, die geben 9. Und die Schmetterlingskuppeln geben halt richtig dick. Ja, und die geben Pflanze und Insekt, aber 4,8. Naja. Was brauchen wir denn Pflanze noch? Ja, klar, Pflanze brauchen wir auch. Noch viel, noch richtig viel. Pflanze gibt's auch noch. Wichtige Sachen. Moment, bei Pflanzen. Ja, Pflanzen. Oh, da. Ja, super viel noch. 2,2 KT. Wir sind bei 1. Und die Biomasse rechnet sich ja eh in alles rein. Später brauchen wir 80 KT Biomasse. Und Insekten brauchen wir später 12 KT. Und Tiere brauchen wir sogar 1 KT. Und das scheint ja eine Menge Holz zu sein. Es ist... Weil Tiere werden wir nicht viel haben. Ich meine... Naja. Ja, ich gehe jetzt noch 2 Raketen abfeuern. Für Pflanzen. Multiplikator. Ja, und ich würde sagen, dann war es das erstmal, ne? Ja. Ja, wieder beim nächsten Mal. Wir werden kommentieren. Auf Wiedersehen und tschö! Tüdelü!